Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla Zorn der Druiden. Ja, dieses Feld ist ein bisschen klarer und ich habe noch ein paar Hinweise gesucht, offscreen gerade eben noch. Und das sind die letzten vier. Die letzten vier Gegner, die wir haben. Die Händlerin, der Typ aus den Flammen und der Wahnsinnige des Moors. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns zuerst auf die hier. Beseitigen sie, machen ihr das Leben ein Ende bereiten und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. In der Folge habe ich vor, die drei zu töten, hier wieder mit der Hauptquest weitermachen. Dann werde ich auch zwischendurch ein bisschen cutten, also alles ganz entspannt, ganz piano, gemäßigt. Wird alles. So. Also dann ist sie das. Ah, lol, die chillt hier einfach. Ach, easy Snack. Ja, ne? Kann man so machen. War jetzt irgendwie nicht spektakulär. Wo ist der Kollege? Der ist im Moor. Natürlich ist der da oben. Alter, okay. Dann machen wir hier einfach easy. Rumschiffen, dort spawnen. Und damit hat sich die Sache dann, denke ich, auch gleich erledigt. Ja, cool. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die ganzen Hinweise zu finden, geht schlimmer. Das war jetzt nicht das Schlimmste auf dieser Welt. Ich liebe diesen Ladebildschirm. Der ist so unspektakulär, Alter. Schön mit den Polarlichtern am Horizont. Einfach herrlich. Ein Traum. Ein Traum. Ne, Ava? Sehe ich genauso. Wie sie es auch immer wieder den bekommen haben. Ich nehme ihn dankend an. So. Bernstein und eine Rune kassiert. Gerne. So, da ist unser Kollege. 400 Meter entfernt. Es geht ja noch. Also es gab schon deutlich schlimmere Distanzen, wie zum Beispiel 20.000 Meter oder so. Da sind jetzt mittlerweile nur 300 Meter, ja, nichts dagegen. Gar nichts. So. Wir reiten um die Wette. So ein Ding ist das nämlich. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Schön kaputt geritzt hier, Alter. Komm, mal schneller, mal schneller, mal schneller. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Eva. Das gefällt mir. So, dann haben wir jetzt nur noch eine übrig. Außer natürlich den Hauptboss. Ganz klar. Und zwar den hier, Condit von den Bränden. Wo befindet sich Condit? Condit befindet sich da oben und in der Nähe von unserem Hauptziel. Na, passt doch. Das passt doch, wie die Faust aufs Auge. Da, 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 da. Schön ist es auf der Welt zu sein. Oder? Ist es nicht schön? Es ist herrlich. Also ich weiß nicht. Ich habe einfach so Spaß, den Tor, also den Hammer hier ausgewählt, aber mit der Sichel.
Die Kombi fühle ich noch nicht so richtig. Die Kombi fühle ich leider noch nicht, weil die sich halt einfach auch viel länger ist, ne? Von daher schwierige Geschichte. So, natürlich fängt der Controller wieder an zu vibrieren und wir. Ich weiß nicht, es muss irgendein Bug sein, dass wir anfangen einfach zu rennen. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Okay, jetzt hat das Vibrieren aufgehört, immerhin. Das sieht schon sehr merkwürdig aus. So. Noch 500 Meter. Warum machen wir uns das eigentlich kompliziert? Wir können auch reiten. Das macht die Sache viel entspannter, viel schneller, viel konsequenter und auch viel schöner, ne? Am Ende für die Videolänge. Ich hätte da ja rund rechts runter gehen sollen, wahrscheinlich. Ja, so geht's auch. Gar kein Problem. So. Der Orden wird dezimiert durch unsere Hand. So, und da vorne ist er auch schon. Ja, krasser Typ. Du konntest dich nicht im Dunkeln verbergen. So, Connett von den Bränden ist damit auch beseitigt. Gut, dann reiten wir jetzt nochmal ganz schnell zu unserem Hauptquestziel, ne, und können die Folge eigentlich so richtig starten. Gut, dann bis gleich vor Ort. So, so gut wie angekommen. Sind wir jetzt im Planslager, handlungsbereit, kriegsfreudig, haben Lust zu töten. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben nur noch einen Kultisten vor uns. Eivor, nur herein. Siegfried sagt mir, dass du im Norden Piraten gejagt hast. Verbündete von Armar, die Waffen und Vorräte lieferten. Ich habe diese Verbindung gekappt. Gott ist wahrlich mit uns. Owen ist geschwächt und wird bald Gottes Gerechtigkeit spüren. Hast du die Männer, um Armar einzunehmen? Ja, dank Siegfried. Er hat Wikinger aus allen Ecken Irlands herbeigetrommelt. Wie hast du die Nordleute überredet, für dich zu kämpfen? Ich erzählte ihnen, dass es ein Kloster voller Silber zu plündern gäbe. Dein Vater hätte keine solchen Versprechen gemacht. Und er hätte nicht so viele Leute versammelt. Wir können nicht die Gunst der Menschen gewinnen, indem wir ihre Häuser und Kirchen zerstören. Aber diese Männer erwarten Raubzüge. Wenn wir ihnen das verwehren, dann... Dürfte ich? Ich denke, in diesem Fall könnten Feuer helfen. Inwiefern? Als wir bei Clocha angegriffen wurden, beließ Owen es nicht dabei. Er brannte auch Kaschelbir nieder, als eine Botschaft. Jetzt sollten wir das Land in Feuer aufgehen lassen, damit die Menschen erfahren, dass Armar gefallen ist. Möge brennen, was brennen muss, aber haltet eure Krieger im Zaum. Tötet nur unsere Feinde und verschont die Kirche. Zu Befehl, mein König. Noch etwas. Abt Owen ist der Anführer der Kinder der Danu. So, so. Das Gift, der Hinterhalt, alles ein Teil von Owens bösartigen Plänen. Wir werden Armar von diesem unheiligen Dreck befreien. Siegfried und ich machen das Heer bereit. Komm dazu, sobald du kannst. Sieh gut zu, liebe Dichterin. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Na, mal Danke, gucken. Dass du nichts über meine Vergangenheit gesagt hast. Was vergangen ist, ist vergangen. Eivor, du bist wirklich ein Held wie aus den Legenden. Erlaubst du mir, deine Geschichte zu singen? Gerne. Ich muss sie nur erst zu Ende bringen. Wahre Worte, sprich mit Flan. Unsere Kräfte sind erneuert, dank Gottes Gnade. Der Dank gebührt zum Teil auch Siegfried, König Flan. Ja, ich weiß um seine Rolle. Er ist ein guter Mann, aber ihm fehlt die Erfahrung seines Vaters.
Dann musst du ihm zeigen, was es heißt zu führen, zu Hof und auf dem Schlachtfeld. Los, treiben wir den falschen Abt aus seiner Höhle. Krieg! Ja, Owen muss für seine Taten büßen. Krieg! Fackel die Hütte ab, fackel die Hütte ab, fackel die Hütte ab. Okay, mal gucken. Wir schreiten jetzt in den Krieg. Vielleicht auch in das Finale. Wer weiß, wer weiß. Aber wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende von diesem DLC. Und ich weiß gar nicht, Biomutant wird dann das nächste große Ding werden. Oder ist es vielleicht schon angelaufen? Ich weiß es nicht. Kommt ja Dienstag raus, denke ich. Wird sehr interessant sein auf jeden Fall, wie das laufen wird. Hab richtig Bock drauf. Aber erstmal konzentrieren wir uns hierauf und auf diesen wunderbaren Ladebildschirm. AKA schwarzen Bildschirm. Es gibt weniger Verteidigung als erwartet. Sie verstecken sich hinter den Mauern. Schlagen wir zu, solange der Vorteil unser ist. Wir ziehen los, aber nicht zu voreilig. Gott leitet die Gerechten. Gott leitet die Gerechten, Alter. Das ist ein Spruch, du. Mann, 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 okay. Sichel 1, Sichel 2, Abfahrt. Ihr habt keine andere Wahl! Durchbrecht das Tor! Die Brücke ist... Ich muss sagen, es ist sehr nett, dass er gerade die Zugbrücke runtergemacht hat. Das ist natürlich dumm von ihm. Aber egal. Hat er gerade seine eigenen Männer beschossen? Echt jetzt? Alter. Alter. Die Balliste hier oben, die ist wirklich heavy. Die tut weh. So, müssen wir da hochkommen, ne? Vielleicht hier rüber? Nein, natürlich so auch nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, hier ist eine Leiter. So. Zu den ersten Wurf. Hab ich vor. So, der Kollege ist weg. Der Kollege ist auch weg. Der Kollege ebenfalls. Hör auf zu brennen. Immer noch lebt, jetzt ist er weg. Zieh das Tor hoch, alles klar, mach ich. Ha, eigentlich bin ich schon hier oben. So, öffnen. Also wenn die hier nur rumstehen wollen, habe ich kein Problem mit. Dann fackeln wir das Dorf ein bisschen ab.
sehr geil, ne? Wir stellt euch mal vor, wir werden die ganze Zeit, wir sind in den letzten Folgen in der Defensive gewesen. Sind nun in der Offensive und wir machen das gleiche, was die Gegner mit uns gemacht haben. Schöne Geschichte eigentlich, ne? So, du mir, so ich dir. Kann man da ganz gut verwenden. So, schließe dich Flan am inneren Tor an. Alles klar. Warum seid ihr in dem Haus hier? Gut heraus? Oder? Ich muss sagen, der Axtwurf ist wirklich das Geilste in diesem Spiel. So, der ist tot. Der ist tot. Nee, immer noch nicht. Jetzt ist er tot. Sehr gut. Das ist richtig. Na dann. Achso, durch dieses Tor. Ich verstehe. Dann kommt durch. König Flan! Bist du hier? Hier den heiligen Podrick! Podrick? Das Tor nicht verbrechen! Ein Hinterhalt! Ich wusste, es sah zu einfach aus! Ein Hinterhalt, die kommt von vorne, Alter. Was willst du tun, du Hund? Ja, okay. Alter, übertreib doch. So, schön markiert, so nicht anders. Werte Flan zur Kirche. Na komm, Kollege, komm her. Wir wollen zur Kirche, da oben. Geh voran. Ah, der hat auch ein richtig krasses Großschwert, ne? Muss man aber auch dazu sagen. Tür ist offen, Kollege. So, mal gucken, was jetzt gleich passiert. Verlasse dieses Gotteshaus, Flan Shinnar, oder sein Zorn wird dich auf ewig verfluchen. Du entweichst diesen heiligen Ort mit deinen üblen Taten. Du bist eine Seuche und wir brauchen Heilung. Gott richtet über mich, nicht du. Du mimst den Christenkönig und lässt doch Heiden und Wölfe deine Drecksarbeit erledigen. Erzähl mir nichts von doppeltem Spiel. Ich weiß, dass du die Kinder der Danu anführst. Ach ja? Dann solltest du auch wissen, dass du nicht obsiegen kannst. Meine Kinder sind überall. Auch an deinem Hof. Wen meinst du? Kira hätte das Zeug zur Hohepriesterin gehabt, aber sie war sorglos. Sie spielte mit Kräften, die zu hoch für sie waren. Hör nicht hin, Flan. Er will dein Urteilsvermögen trüben. Kaum verwunderlich, dass sie sich bei dir angeschmeichelt hat. Es zog sie schon immer zu mächtigen Männern hin. Du lügst, Teufel! Ach ja, Liebe macht blind. Es passiert so schnell, dass man nichts mehr sieht, wenn man einer Frau hinterherläuft. Es ist keine Schande, deine Hände nicht zu beschmutzen. Lass mich deine Drecksarbeit machen. Das ist Gottes Werk. Beschützt euren Abt! Na, halt's mal, Alter.
Du bist echt eine Witznummer. Easy. Dass du dein Vieh nicht lassest, mit anderlei Tier zu schaffen haben. Und dein Feld nicht besäest mit zweierlei Samen. Halt mir keine Bibelzitate vor, Teufel. Möge deine Zunge in alle Ewigkeit brennen und dein Hals von Scherben durchbohrt sein. Nein, du lässt dich lieber von deiner heidnischen Dichterin besingen. Wenn sie dir die Kinder der Danu verschwiegen hat, was mag sie noch vor dir verborgen halten? Wer will deinen Verstand vergiften? Lass diese Worte nicht an dich heran. Aber könnte er die Wahrheit sprechen? Die besten Lügner mischen wahr und falsch. Wenn sie Teil des Ordens war, gehört es der Vergangenheit an. Du hast recht. Diese üble Luft hier vernebelt meine Sinne. Treten wir hinaus in Gottes reinigendes Licht. Ja, das war der Abt. Krasser Kampf, Alter. Richtig heftig. Der hat aber gerade richtig heftig zugelangt. Da haben wir fast verloren. Mann, war das ein zäher Bursche. Leck mich am Arsch. Ich hoffe, meine Ironie stört nicht allzu sehr. Aber das hier jetzt und gerade. Das war ein Fight. So, der schwarze Bildschirm. Toll. Passiert jetzt noch mal was, oder? Welch ein schönes Land. Wir sind ein gesegnetes Volk. Die Kunde unseres Sieges verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich konnte den Raub nicht vereiteln, aber ich habe veranlasst, dass die Leute verschont werden. Sie werden vom Hochkönig singen, der die Kirche von Armar reinigte, und vom König Düflins, der ehrbar an dessen Seite kämpfte. Und dem Helden, der aus dem Land der Helden kam und ihnen den Sieg bescherte. Niemand wird vergessen, weder Lebende noch Tote. Amen, Bruder. Hör auf zu schreien jetzt! Sonst gibt's Rückhandstelle. Ganz einfach. So. Düflin. So, was passiert jetzt? Folge ist vorbei. Quest abgeschlossen. Kenne der Danu. Die Danan. So. Was jetzt? Oha. Okay, ein Ziel, was Kilometer weit weg ist. Gut, dann beende ich erstmal die Folge. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, haut da rein und ciao!